Es ist schon zur guten Tradition geworden, dass wir natürlich auch am Stand von der Firma Noch Halt machen. Und wir wollen immer noch wissen, was es Neues gibt bei der Firma Noch. Ja, und im letzten Jahr hat uns Dr. Rainer Noch mit einer, ich sage es mal, Impression überrascht. Er hat es schneien lassen. Jawohl. Ja? Und heute wollen wir es mal regnen lassen. Oh nein! Ja, heute lassen wir es mal regnen. Und das fehlt, glaube ich, noch. Das fehlt noch, der Regen fehlt noch. Hallo Herr Buttig, herzlich willkommen am Messestand der Firma Noch. Ich freue mich, dass Sie wieder hier sind. Ja. Und Gott sei Dank war da kein echtes Wasser drin. Ich glaube, das hätte der Anlage nicht wirklich gut getan. Wäre mal eine Sache gewesen. Wäre mal eine Sache gewesen. Ja, gut. So viel zum Spaß und nun mal zum Ernst des Lebens, solange man ernst bleiben kann. Es gibt ja wieder viele hervorragende Neuheiten, die Sie hier vorstellen. Im vergangenen Jahr war es auch der Table Dance, womit Sie die Modellbahn überrascht haben. Und was haben wir heute? Also wir versuchen jedes Jahr so ein kleines Highlight zu finden. Und dieses Jahr haben wir eine Rockbühne, also ein Rockkonzert mit einer Band drauf. Und natürlich stehen die da nicht nur so rum, sondern da kann man über einen 3,5 mm Klinkenstecker sein eigenes Abspielgerät anstecken, sei es ein iPod oder sei es irgendein MP3-Player. Und kann die Musik abspielen und in der Rockbühne integriert ist eine Mikroprozessor-gesteuerte Lichtorgel mit 12 farbigen LEDs und dann blitzt richtig das Licht in der Bühne im Takt der Musik. Ist das jetzt die Musik, die ich selber einspielen kann oder muss ich die von der Firma noch nehmen? Nein, Sie können Ihren eigenen Geschmack einspielen. Wir haben jetzt hier eine Isnier Rockband, die hat uns freundlicherweise GEMA-freie Musik zur Verfügung gestellt. Aber Sie können, was immer Sie gerne wollen, da einspielen. Gut, bei mir wäre es AC/DC. Passt bestens. Okay, dann gibt es ebenfalls eine Neuheit in den beleuchteten Figuren. Ja. Da habe ich nun wieder gedacht, meine Fresse, da muss doch geahnt haben, dass ich schon dreimal geblitzt worden bin dieses Jahr. Wir wollten alte Erinnerungen in Ihnen wecken. Ja? Also wir haben eine Radarfalle, das ist also sowohl dieser stationäre Starrenkasten als auch so ein mobiles Radarmessgerät, dass die beiden Geräte blitzen und dann mit einem Zeitverzug von einigen Sekunden leuchtet die rote Kelle des Polizisten auf. Und ein kleiner Gag ist dabei, nicht jede Messung gelingt, so im wahren Leben auch, dann leuchtet die rote Kelle nicht, wenn die Messung misslungen ist. Das ist ja mal ein pfiffiges Detail. Fehlt ja nur noch, dass man die passenden Fotos dazu bekommt. Das wäre natürlich dann noch das Nonplusultra. Müssen wir noch dran arbeiten. Ja, dann kommen wir mal aufs Land. In Ihrer Heimat ist das ja gang und gäbe, die Weinberge. Ja, und also nicht direkt, also am Bodensee haben wir viele schöne Weinberge und ich bin persönlich ein riesen Südtirol-Fan und wir haben uns dieses Jahr dem Wein verschrieben. Nicht nur Sie. Nicht nur Sie auch, ja. Wir haben uns dem Wein verschrieben, unser Fokusthema heißt Heile Welt und haben uns gedacht, was passt besser in die Heile Welt als ein Weingut. Und so haben wir ein schönes Weingut, Hauser Bühler aus dem Kaiserstuhle-Modell, also die Gebäude gibt's im Original, zusammen mit neuen Weinreben. Ist es dann in einem Set erhältlich und dann kann jeder seinen privaten Weinberg pflanzen auf der Modellbahnanlage. Okay, so und dann kommen wir mal von dem Weinberg nochmal einen kleinen Sprung zu Figuren. Da gibt es ebenfalls ein komplettes Set an Neuheiten. Ja, also jedes Jahr ergänzen wir unsere Figuren um Themen, die unserer Meinung noch fehlen. Dieses Jahr sind es unter anderem auch Schwäne und Gänse und Hühner und Enten. Wir haben aber auch Straßenkehrer und Obdachlose und Polizisten. Übrigens zum Thema heile Welt, dass auf der Modellbahn nicht falsch geparkt wird, gibt es dieses Jahr sogar Politessen, die falsch parkenden Autos aufschreiben. Das ist fies, so sind wir nun mal. Ja, dann gibt es natürlich auch, ich weiß, im Schwabenland kann man wunderbar Motorrad fahren. Da gibt es herrliche Motorradstrecken. Ja. Und dem Thema haben Sie sich auch angepasst. Ja, ich bin selber begeisterter Motorradfahrer. Und wir haben vor 2011 in unserem Jubiläumsjahr schon 6 Motorräder rausgebracht und haben dann unglaublich viele Wünsche von motorradbegeisterten Modellbahnern bekommen und haben jetzt 6 weitere Maschinen nachgeschoben. Zum Beispiel eine Moto Guzzi Le Mans oder eine BMW R90, also richtige Motorradklassiker, jetzt als H0-Modelle erhältlich. Jetzt leuchten die Augen. Ja, jetzt leuchten sie. Die freuen sich schon wieder aufs Frühjahr, wenn ich wieder auf meine Maschine kann. Ja, dann springen wir wieder zurück zur Eisenbahn. Das haben wir auch direkt hier vor uns, die Modelle. Das sind ja auch neue Lasercut-Modelle, ja. Einschließlich des Bahnhofs.
Ja, also Lasercut ist für uns ein ganz, ganz wichtiges, starkes Thema geworden. Das betreiben wir wirklich mit Inbrunst, weil man kann mit offenen Augen durch die Lande marschieren und Dinge, die einem besonders gut gefallen, im Modell abbilden. Und wir haben gelernt, dass viele Lasercut-Modelle zu groß sind. Deswegen haben wir dieses Jahr auch versucht, kleinere Modelle, wie zum Beispiel diesen Haltepunkt am Zell oder wie dieses Raiffeisenlagerhaus zu gestalten, für die man auch wirklich noch einen Platz auf seiner Modellbahnanlage findet. Wichtig ist es in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass unsere Modelle alle koloriert sind. Das heißt, die Farben, die Sie jetzt hier auf der Messe sehen, die sind nicht irgendwie aufwendig aufgebracht worden, um eine besonders schöne Messepräsentation zu schaffen, sondern die sind bereits so in der Packung koloriert und gealtert enthalten. Und das ist keine spezielle Showpräsentation, sondern direkt so erbastelt. So, und dann gibt es auch in Ihren Heimatland, sage ich mal Bundesland, ja auch viele Wasser und Flüsschen und so weiter. Auch da haben wir was ganz Tolles entdeckt, diese Gelgeschichten fürs Wasser. Ja, also Wassergestaltung ist für jeden Modellbahner eine der größten Herausforderungen. Und wir haben seit einigen Jahren diese Water Drops, das ist ein Granulat, was geschmolzen werden kann und dann ausgegossen wird. Und wir haben immer mitgekriegt, dass die Modellbahner oft Anwendungsprobleme haben. Da wird zum Beispiel Mamas guter Kochtopf verwendet und dann sind die Granulatreste da drin und Mama ist nicht ganz so glücklich darüber. Deswegen haben wir einen hitzebeständigen Kunststoffbehälter gefunden. Das Material ist bereits vorgeschmolzen da drin. Ich schiebe den Kunststoffbehälter in den Backofen und nach 45 Minuten kann ich das Wasser direkt ausgießen. Und das, was ich nicht benötige, lasse ich wieder hart werden und kann zu einem späteren Zeitpunkt weit wiederverarbeitet, wieder eingeschmolzen werden. Oha, sage ich da nur. Die machen es ja den Modellbahner wirklich leicht. Ist das eine echt schwäbische Idee, würde ich sagen. Ja, also wir haben selber Anwendungsprobleme bei uns im Anlagenbau. Und da lernt man sehr viel und überlegt, wie kann ich es einfacher und besser machen. Also ich finde es toll. Gute Idee. Ja, dann sind wir noch, nein, wir sind noch nicht ganz fertig. Oh. Um Gottes Willen. So schnell geht's nicht. So schnell kommen Sie mir nicht davon. Sie haben ja auch noch Blumen und Pflanzen im Angebot, die ebenfalls im Lasercut-Mini-Bereich da sind. Ja, erst ja. Wunderschöne Sachen. Da kann der Modellbahner ja auch sicherlich richtig äsen drin. Ja, also die Lasercut-Produkte, gerade die Lasercut-Pflanzen sind sehr, sehr beliebt. Und wir haben ja vor 2-3 Jahren schon die H0-Pflanzen präsentiert. Und jetzt natürlich die TT-Freunde und die N-Freunde kommen jetzt endlich auch in den Genuss dieser kleinen Miniaturpflanzen. So, und jetzt machen wir uns natürlich den Spaß wieder zum Schluss. Herr Doktor noch. Wir können die Pflanzen ja auch nicht vertrocknen lassen. Ich würde sie jetzt symbolisch etwas gießen, damit dann also auch die Lasercut-Minis schön frisch auf der Anlage bleiben. Ich nehme das jetzt mal als Symbol dafür, dass wir alle hoffen, dass das Geschäft sich gut entwickelt, ja. So begossen gut entwickelt und dass die Umsätze sich gut entwickeln. Und ich wünsche mir wirklich für unsere ganze Branche eine blühende Zukunft. Herr Doktor noch, besser hätte ich es nicht sagen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch, für die Neuheiten, die wir vorstellen durften. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Seien Sie gespannt. Dankeschön. Tschüss.